Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für unser MTG. Schwätzen heute als erstes Kapitel über Methoden. Methoden, wie ihr wisst, sind Aktionen von Objekten. Der sieht halt schon auf der linken Seite ein paar Methoden, die wir zusammen erstellt haben. Wir wollen nur genau sagen, wie schreibe ich Methoden, wie schaffe ich Methoden. Voilà. Schon habe ich ein kleines Beispiel schon gemacht. Das ist einfach, ich habe es oft gesagt, ich rechne ja, das sind meistens bei Computer rechnen, habe ich schon dreimal erzählt, Rechnung gemacht. Aber was ich mir das schon dreimal erzählt, getippt. Just ein kleines, ich meine, ich mal rauskommen, du hast halt das so gering. Das tun wir noch nie behandeln. Wir haben vom Blog-Kommentar am Anfang gespart. Voilà. Das tun wir noch so ein Linie-Kommentar, das ist den zwei Symbole, die Schrägstriche, wenn da zwei andere nicht kommen, das heißt, alles, was du noch könnt, wird vom Programm gar nicht erkannt. Okay. Genau, einfach vergisst. Ja. Das nennen wir einen Kommentar oder Kommentar. Das ist das einfach für den Programmeur, Informationen zu verhalten. Was ist eigentlich vielleicht am Anfang der Unterschied zu dem Blog-Kommentar, den wir oben gesehen haben? Ja. Das ist ein Blog-Kommentar mit Strich, Stär, und da muss auch dann ein Stär, Strich, am Schluss kommen. Ein Linie-Kommentar ist einfach zwei Striche, bis zum Schluss von der Zeit. Was war denn neu? Nicht, dass man da, dass ich meine, das Gift dazu. Richtig. Okay. Das ist schon über drei Monate erzählt, was dann von drei Rechnungen. Der V ist dann irgendein Variable, lokal, ich habe schon Variable schon gesehen, ja. Vom Typ int, kriegt auch direkt eine Initialisierung, auch schon ein Resultat, auch vom Typ int, den auch ab 0 initialisiert wird, und die gehen halt behandelt, an dem geringen Teil. Das ist noch nicht spät. Anders will dann das dann auch printen. Ja, das tut er, weil man nie mehr gesehen, ne? Ab Haut. Für was? Ja. Weil man halt zweimal dieselbe Befehle. Und das ist nicht gut. Das kannst du doch nehmen, ne? Wenn du mal dasselbe möchtest. Ne? Duplikation von Code. Ja. Das ist, man hat zweimal dasselbe, mindestens. Dann haben wir dreimal dasselbe gemacht. Eine Lesung, und das ist dann ein Abhängiger für Haut, ist, wir schaffen mit Methoden. Die alle man als Kleber viel, viel mehr einfach. Direkt zwischen den Klammern, ob der 11. TG, 12. und 13. sind Methoden meistens schon 4 gehen. D'accord? Die stehen auch meistens am UML-Diagramm klar dran. Wir müssen aber verstehen, was sie überhaupt gut sind. Wenn wir dann nur ein kleines Beispiel bis zum Schluss, für das ich verstehe, für welche Methoden gut sind. Auch wenn die schon 4 gehen sind, muss man das aber ein probieren. Ja. Okay. Und ich muss Methode machen, da ist ein Knöpfchen. Other method. In dem Fall heißt die Methode zum Beispiel compute. Für was compute gesehen, wenn man spät value oder wenn besser compute result. Spielt keine Rolle. Ja. Wir haben ja im Prinzip nur Sachen zu printen, dann könnte ich auch einfach print nennen. Da ging ich nicht drin. Mögliche Resultat, Parameter, keine Information momentan. Einfach so. Voilà. Okay. Die steht da drin. Dazu wollte ich ja empfangen waschen. Ja. Die Statur kann ich dann einfach rüber kopieren. Die ist als erste Methode, was so gemacht. Die ist der Num Computer Result. Klammer auf, Klammer zu. Void, also ganz spezielles Symbol für so ein Schuki-Resultat. Wir kommen eigentlich darüber zurück. Alle Methoden sind public bei uns. Par default, aber wir können Symbole, die Num nicht zwischen den Klammern für so ein welche Parameter. Auf jeden Fall muss man es nicht haben drunter, ne? Das geht Strichpunkt drunter. Ne? Voilà, ganz gut abpassen. Genau. Ne? Dazu nennen wir von hier bis hier Deklaration von der Methode. Definition von der Methode, wenn ich so will. Ich muss sagen, wie heißt die Methode, was tut es als In-Out und was möchte sie. Well, ich schon heute Methode geschrieben, das als Aktion, die muss aber von irgendwo gestartet gehen. Für so ein heute macht das. Ja, das ist just Definition. Just Definition, das, wenn ich irgendein Blatt schreibe, ich kann aber nächstes Mal da aufhängen. Hi, auf der Platz will ich ja, da tue ich ja printen. Da muss ich dann die Methode abrufen. Ein Appell der Methode. Ja. Wie meine ich den Appell der Methode? Beschreibe einfach den Num von der Methode, Compute Result, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt. Du hast den Strichpunkt, ja. Du hast den Strichpunkt, das ist Schluss vom Appell. Dann ist es wie ein normales Kommando. Das ist ein ganz normales Kommando. Das ist süß, den du nicht selber geschrieben. Ja. Warum haben wir das selber? Ja. Auch Compute Result. Klammer auf, Klammer zu. Strichpunkt. Schluss vom Befehl.
Und dann laufe ich die letzten. Copy. Paste. Wir dürfen den Copy-Paste gebrauchen an der Programmation, dann sagen wir einfach mal. Voilà. Das ist die Definition von der Methode und dann den Appell. Der Void, muss ich sich merken, als wie so nicht Weed, auf Französisch und so weiter. Ja, nada. Rien, nothing. Das ist so, es tut kein Resultat. D'accord? Ja. Okay. Einmal kompilieren. Ah, voilà. D'accord? Gehen wir noch weiter. Ja. Das tun wir gut, aber ich will aber hier banden. Otra Info will ich am Anfang einfach den Radius printen. Hier printen just die zwei Informationen. Die meisten Methoden machen ein bisschen mehr schlau, als wie süße Sachen printen. Das heißt, was kann ich hier printen, weil das am Anfang der Radius von unserem Bald. Beispielsweise, ja. Radius, das ist ein Text, d'accord? Tal das System print, System out print allein, als vier Sachen zu printen. Radius, Doppelpunkt. Da meine ich etwas ein bisschen kompliziertes. Ich meine, das Symbol hier, das ist eine Operation für so eine Spächen, den Wert mit dem Text zusammen. Das ist mir ein bisschen wie spät auch noch ein Kehr im Detail. Hier kann ich dann den Radius printen. Wo kommt der Radius dann her? Das heißt ein Attribut. D'accord? Das ist ein Schaffen mit Attributen. Als Methode. Und mit kleinen Problemmengen, oder ist der Radius schon ein Wert? Wenn ich den Objekt mache, dann kriegt der Radius einen Wert über den Konstruktor. Wollen wir das dann abrufen, immer weiterführen? Können wir probieren. Ja. Wenn wir haben dann ein Objekt, jetzt Mausklick, New Ball, dann kriegt man Radius, das ist der Num. Vergiss mal, muss man aber machen. Radius, jetzt haben wir gehen, das ist ein Double, Komma 12, 23, Punkt. Punkt. 2. Okay. Hier ist ein Ball. Wie weit wird der Null? Ja, mehr Hunde habe ich es nicht gesehen, das ist der Konstruktor. Ja, der Konstruktor ist eine extra Lektion. Ich meine aber dann eine andere Methode. 23.2. Schon das hat er gesehen auch noch. Radius wird ein Wert. Wenn ich den noch printen, ich rufe dann meine Methode Test Something. Ich kann auch direkt den Compute Result abrufen. Ja. Da musst du mit einem Projekt immer. Okay, die Probe einfach, ja. Und hier ist dann Resultat des Tests, Radius, 23.0. Ja. Wenn ich die andere Methode abrufe, ich mache die ein bisschen groß, wenn ich die andere Methode abrufe, dann muss theoretisch dreimal das selbst kommen. Okay. Ja, du hast dreimal abgerufen, dreimal das selbst. Ich habe aber falsch getippt. Resultat. Oh. Ah. Ich meine, die Leute kennen genug Französisch, weil sie wissen, dass das falsch ist. Resultat. Ah, ich kann eine Woche nachts machen. Wie war die Geschichte mit Axon schon mal? Ja, Axon nicht erlaubt, eine Variable nehmen, aber für einfach Telltale Text auf die Konsole zu schreiben. Also da. Also erlaubt, ja. Voilà. Das ist natürlich noch etwas, was geprintet. Gut, nicht mal ein Programm zu dem, muss ich. Nein, nein. Das ist kein Num. Dann darf ich auch umlauten. Das ist kein Symbol. Ja. Das ist kein Symbol. Voilà. Genau. Das ist einfach ein Resultat mit Axon schreiben. Von der Stadt ganz am kompilieren, nachher starten. New Ball. Nein, voilà. Objekt Ball 0 gemacht. Voilà. Radius meine ich einfach 0, das spielt keine Rolle. Ich nehme hier einen neuen Radius, ich werde das Setter. Weil den das automatisch gemacht gehen. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Dann wird man schon ein Attribut bewertet gehen. Parameter, also den Attribut Radius herangeflossen. Gesehen wir noch ja, ein paar Minuten. Voilà. Voilà. Resultat du Test. Okay, was war der Vierteil? Für das so zu machen. Ja. Der Vierteil ist, wir haben auf einen Platz geändert und dann auf den drei Platz, wo gebraucht wird, direkt mit geändert. Ja, das heißt, du müssen dreimal den Fehler korrigieren. In der Praxis wissen wir, dass das etwas verboten ist. Ich darf nicht dreimal den Fehler irgendwo verbessern müssen. Dann ist das schon irgendwie ein Problem bei der Abstellung vom Problem. D'accord? Okay. Voilà, das ist ja gut. Okay, wir... Lässt sich noch verbessern. Ja, wir haben heute Kalkül komplex. Ja, wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich immer dieselbe Rechnung gemacht wird. Und dass ich das Resultat auch irgendwie rechne. Das Empfang werde ich heute haben, als Result als gleich Radius mal der V. Beispielsweise. Beispielsweise. Und, ja. Das ist eine Rechnung. Ja. Die muss ich dann nur dreimal alles machen. Das ist Empfang. Als die Rechnung der Tore. Die muss dreimal gemacht gehen.
für all diese Nähneren V-Wert. An den dann haben wir aufweisen. Da kopieren wir statt. Kopie, dann gehen wir schon. Dann stippen wir eine neue Zeile bei. Out. Print ln. Und dann haben wir Result, Doppelpunkt. Können Sie Füße dabei machen? Ja, dann gefällt das Katz printen. Voilà. Und dann der Plus rum. Und dann haben wir auch den Result. Ja. Und das ist eine Lokalvariable. Wo ist denn der Leverez? Für Probleme zu vermeiden. Das ist eine Lokalvariable. Int. Res. Ja. Was für Wert kriegt denn? Wenn das der Radius kennen wir an der V. Ah, wo kennt nur der V hier? Der ist der. Der V geteilt definiert. Am V. Der ist für alle Rechnungen definieren einen Wert. 5. Ja. D'accord? Für diese zwei Rechnungen kriegt der V 15. Und für den dritten will ich der V 23. Okay, mit dem Wert hier brauche ich nur an der Methode dran. Die Schei brauche ich der V. Du hast noch einen Fehler gemacht. Ja, kopiere einfach mal. Ah. Probieren wir mal. Compile. Ups. 66 will denn etwas. Ah ja. Da fehlt der Strichpunkt. Okay, andere. Das war der Klassiker. Ich denke, das noch. Nee, das ist logisch. Nee, das ist noch ein Fehler. Kein Not fein Symbol. Okay. 63. Ah, der V will denn nicht. Das ist eine extra Lektion für was der V nicht will. Wir brauchen am Funk zwischen 3 und 3 kann ich nicht direkt gebrauchen. Weil ich brauche aus am Funk ein Parameter. End P Value. Ups. Voilà. Und dann ist halt nicht mit V, mit der P Value. Und das ist das Leben ein bisschen komplex. Mit einem Parameter. Aha. D'accord. Und die Parameter gehen ich hier am Gebrauch. Das ist am Anfang brauche ich da noch hier zu suchen, dann, ja, was ist die P-Value? Ich muss ihm dann hier Wert geben. Oh. Ups. Ja, d'accord. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Das geht schon ein bisschen kompliziert mit Parameter. Voilà. Ja. Wo? Dann hier ist ein Double. Schon da nicht abgepasst. Okay. Das passt also. Voilà. Ja, kompilieren, oder meinst du? Ja. Kompiliert. Das ist nicht das Richtige. Also. Nein, das ist gut nicht, ja. Radius hat man holen, 0, wenn das ja nicht nötig ist, können wir auch noch programmieren. Set Radius hat man holen, 2, einfach Wert. Und dann test something. Voilà. Also, wie gesagt, Radius 2 kriegen Sie Resultat von 10. Radius 2 kriegen Sie Resultat von 30. Radius 2 kriegen Sie Resultat von 46. Ja. Weil das der V-Wert immer mal was. Okay, wir sehen vielleicht lo. Du musst ihn heute ein bisschen Nico, und so, okay, was geschieht lo Schritt für Schritt vielleicht, ne? Ja. Ich meine ein kleines Zeichnung. Vielleicht mal dem dritten Beispiel. Ah, ja. Fängt mal an. Die Schmühle geschrieben, hier sind zwei Höhen. Ich meine, nur das Twistest, das gleich 5. Ja. Hier sind etwas, interessiert das nicht. Da haben wir heute Compute. Ein kleiner Nachgucken, schon den Umfang ist. Result, voilà. Result, Klammer, und dann der Wert vom V. D'accord? Strichpunkt. Geschichten abgesagen, wir können das so machen, wir können so kommen sagen. Und da können wir als Definition. Public Void, voilà, Compute, Result, voilà. Und dann haben wir hier Sachen dran. Das tun also am Fong der Parameter, wir haben die genannt p-value. P als Standard, also für Parameter zu beschriften, mit einem int. Das ist ziemlich ähnlich wie eine Deklaration von einer Variable. Ja. Und das heißt, auf der Platz haben wir hier am Fong ein Kost von einer Variable. Man nimmt p-value, auch man tippt int. Okay. Das ist die Deklaration von der Variable p-value. Das war ein Parameter, aber das ist eine Variable. D'accord? Variable gibt dann drei Typen. Parameter als Spezialfall von einer Variable. Voilà. Ja. Attribut ist eine Variable, lokal Variable ist eine Variable und der Parameter auch. Okay. Voilà. Und da haben wir hier einen normalen Code, Klammer ab, und da haben wir hier eine Rechnung mit p-value. D'accord? Noch mehr sagen und das zum Schluss. Was ist hier geschieht?
Der V, wissen wir, das ist ein Lokalvariabel. Mhm. Das ist ein Kost, der V. Mhm. Num V, Typ, Int. Ein aktueller Wert. Was hast du den aktuellen Wert? Ja, 5. 5. Mhm. Was geschieht mit diesem Abruf? Der V liest den. Der Wert den hört. Der ist dann halt lo. Der Wert 5. Wo wandert die? Wo wandert die? Weil durch den Abruf von der Methode wandert den an diesem Parameter. An kopiert. Er kopiert die 5. Die Value kopiert die 5. Voilà. Der ist hier bleibt 5 stehen und hier kommt auch immer 5 dran. Mhm. Der ist die Initialisation von einem Parameter geschieht nicht hier, mit geschieht do, während dem Abruf. Das ist der Moment, wo du Initialisierung ja. gemacht hast. Mhm. Das ist, was geschieht dann hier mit der Rechnung, weil die komplexe Rechnung hält dann als Wert 5. Mhm. Und du machst die Rechnung weiter. Das ist der Parameter, das ist nicht anders wie ein Kost, den einfach die Werte kriegt. Ja, die Wattrop, wer bis gefällt. Während dem ja. Abruf. Ja. Das ist mir ein zweites Computer-Result mit einem anderen Wert für V, aber das während dem zweiten Abruf, wo den dann den D-Wert kriegt. Mhm. D'accord? Der Schrittweise ist ein V als gleich 5, er möchte sagen, er rief Computer Result mit 5 ab, da geht ein hier hin und da möchten die heute Schritte alle guten mit P-Value, der Wert von 5. Ja. Etwas, was erlaubt das, das ist nicht gut, ich kann den P-Value hier ändern. Mhm. Ich könnte so ein Befehl schreiben. P-Value ist gleich 3. Ja, das erlaubt mir. Das erlaubt, ich den heute zerstört. Da kriege ich 3 dran. Mhm. Aber aufgepasst, der V hei, geht nicht verändert. Ne, die ist komplett unabhängig. Unabhängig. Wenn ich den heute ändere, den heute behalte ich 5, wie viel drauf war. Mhm. Das wird nie zurückgeschrieben. Nee. D'accord? Das tue soll ich vermeiden. Mengen Kind vielleicht fragen, was benutzt man nicht direkt HIV? Ja, das ist immer mit spät. Immer mit spät, ja. Das ist eine Lektion, das nennen den der Scope ja. oder die Visibilität von der Variable. Das geht nicht. Das möchte für weitere Schreiben von der TF gebrauchen. Okay. Das, du hast ein bisschen mehr global, da sehen wir das ein bisschen mehr im Detail, wenn ich was okay. TF gemacht habe. Okay, machen wir mich spät. Machen wir mich spät, das ist besser. Okay, extra. D'accord? Mhm. Das sind die Sachen, die du musst dann verhalten, mhm. wie das tun. Okay. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter. Die Statuen aus Chlor. Schaffen. Ich meine, das ist klar. Ich will nur Sachen beifügen. Ich habe mir nur eine Methode geschrieben, mit einem Parameter, mhm. und die print direkt Sachen. D'accord? Ich will aber, das, was ich berechnen tun, will ich auch rumgehen. D'accord? Das ist der Compute, ja, ich habe es gerechnet, ich will die wahrscheinlich noch weiter verwenden, für noch mehr komplizierte Sachen, die noch zu machen. Okay. Da muss ich dann nur meine Deklaration ändern. Das ist auf Platz void, schreibe ich den Typ von dem Resultat. Okay. Das ist, in diesem Fall ist der Res, wenn ich gesagt habe, Res als ein Double, dann ja. schreibe ich auch Double. Das ist so, das Resultat als ein Double. Okay. D'accord? Wenn ich das kompilieren will, kann ich gesagt, oh, da fehlt etwas. Die heutigen Fehlermeldungen, also eine von den schlimmsten bei den Methoden, mhm. das heißt, es fehlt der Befehl. Ja. Ich habe schon ihm gesagt, es tut das Resultat. Dann haben wir etwas raus, aber es könnte nicht haben raus. Ja. Schon nicht gesagt, ja, was ist dann mein Resultat? Dafür gibt es den Spezialbefehl Return. Mhm. Retour, retourner, etwas zurückgehen. Ja. Da schreibe ich den einfach Return und dann den Wert, den ich will. Ich kann 8 schreiben, 8.9 oder in diesem Fall schreibe ich Lokalvariable RAS. Mhm. Das ist auch eine gute Idee für Methoden, die Resultate und direkt so etwas zu schreiben. Mhm. Ja, das tun wir heute schon ein bisschen probiert. Ja. Das tun hat man schon gemacht. Computer-Meter haben wir direkt das Tor geschrieben. Das ist falsch, das ist nicht die richtige Rechnung. Nein, wir haben überhaupt nicht gerechnet. Wir haben aber schon etwas kompiliert, aber nur können wir noch Sachen machen. Ja. Das ist in diesem Fall gehen wir einfach den Rest zurück. Ja, was meine ich mit dem? Da muss ich etwas hin und machen. Result ist gleich. Bon, ich muss den heute nur als Komma zu deklarieren. Und dann Result ist gleich. Was geschieht dann da? Ups. Was ist denn da noch gelöscht? Result ist gleich. Das ist genau wie vier drin. Der P-Value kriegt den Wert P während dem Abruf. Rechnet. Und dann das Resultat geht
an der Variable Result gespeichert. Ja, privat. Ja, okay. Wir haben zwar noch nicht gemacht beim Result, oder? Wir können noch Sachen tun, machen. Vielleicht denke ich raus, wird sie gesehen. Das ist wahrscheinlich, ihr seid ja nicht so ganz viel Unterschied, ne? Ja, im Prinzip nicht, weil man echt alles nochmal 0. Jetzt noch ein füllen. Und dann Set Radius, meine Wert von 2. Dann kompilieren wir das Ganze. Tick, tick, alles fair. Voilà. Wird nicht viel geändert, weil ich kein süßes Resultat rum. Ich kann abends mit dem Resultat noch weiter machen. Was ist denn, okay, kurz froh. Was ist der Wert für Result, wenn wir an von der Test-Something-Methode kommen sehen? Ja. Den heute als erstes gerechnet gehen, dann hast du den heute abgerufen. Da wird den heute überschrieben, da wird die dritte Operation gemacht. Andere überschrieben. Das bleibt mit dem letzten Resultat, der gerechnet gehen. Das heißt, münd ja geprintet, da wissen wir doch. Vier drin, dann hast du geprintet gehen, den hast du auch rumgehen, da bleibt heute 46 dran. 46, okay. Ich könnte den auch heute printen. Ja, oft ist es so, dass ihn printen an Resultate rausgehen, wenn voilà. nicht die zwei möchte. Ja, entweder oder. Ja. Das hängt von der Angabe. Haben wir beides gemacht. Das ist eine Sache von der Angabe. Voilà. So was doch mit proper mal das passen, dass ich die verschiedenen Dealer trennen und Rechnungen ein bisschen printen und andere Resultate rumgehen. Okay. Das ist die ganz allgemein. Ich kann noch ein Resultat tun, ohne Parameter. Ja. Die Methode ging doch. Wir haben schon hier oben einen gesehen. Das ist der Get-Radius. Die wird kein Parameter mit Gedämmen ab Rum, an den Rum aus meistens dann von den aktuellen Wert vom Radius. Voilà. Ja. Das kann ich auch machen, einfach den P-Value weglassen und dann irgendetwas vom Radius einfach rechnen. Ich denke, wir machen am besten vielleicht eine kleine Übersicht über die Inselmöglichkeiten. Krass, dann ne? Für den nächsten Teil. Okay, machen wir am nächsten Teil. Ich denke, das ist gut für die erste Introduktion zu den Methoden. Und dann also bis nächstes Mal. Merci für die Neulastung.